Bist du gerade in dem Prozess, Bewerbungen zu schreiben? Hast mehrere Unternehmen gefunden, die dich interessieren, wo du gerne für arbeiten wollen würdest? Und jetzt geht es darum, möglichst einen tollen, ansprechenden, überzeugenden Bewerbungsanschreibenstext zu formulieren. Und du denkst dir aber so, boah, krass, ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Und das soll ja möglichst auch individuell sein und nicht copy-paste-mäßig klingen für das Unternehmen. Also wie kann ich meine Chancen erhöhen, hier wirklich einen guten Eindruck zu machen und gleichzeitig aber den Aufwand so gering wie möglich halten? Wenn das dein Thema gerade ist, dann wird dir dieses Video dabei helfen, wie du ganz kurz und knackig einen unglaublich individuellen, tollen, ansprechenden Bewerbungsanschreibentext formulieren kannst. Also lass uns loslegen. So, herzlich willkommen. Das heutige Video ist inspiriert von einem Gespräch, was ich heute früh mit meiner Freundin hatte. Die ist gerade in der Phase, wo sie ganz genau weiß, wo sie hin möchte. Sie hat ein Unternehmen für sich gefunden oder mehrere, die sie reizen würden. Und jetzt geht es darum, die Bewerbungsmaterialien fertig zu machen. Und sie hat so gemeint, boah, ich habe da so keinen Bock drauf, ich kann das nicht. Diese Anschreiben, Texte formulieren, da soll man ja immer was Individuelles machen. Und warum unbedingt dieses Haus oder dieses Unternehmen? Warum soll ich da hingehen? Wie kann ich denn das machen, ohne jetzt endlos zu recherchieren und so? Und ich habe so gemeint, Mensch, da kann ich dir helfen. Das ist ganz simpel. Und das hat mich inspiriert zu dem heutigen Video, weil ich denke, dass viele von uns irgendwann an dem Punkt sind, wenn wir für uns rausgefunden haben, welche Arbeit uns erfüllt und wo wir gerne endlich loslegen wollen, dann geht es ja in die Phase des Traumberufs zu bekommen. Und da müssen wir natürlich auf uns aufmerksam machen und uns von den anderen Mitbewerbern auch unterscheiden und einen guten Eindruck machen. Und da ist so ein Bewerbungsanschreiben auf jeden Fall eine super Möglichkeit, wenn es jetzt um einen konventionellen Bewerbungsweg geht. Und was wir vorher im Prozess gemacht haben, wenn wir rausfinden wollen, welche Arbeit passt zu uns, da konzentrieren wir uns ja voll und ganz auf uns. Wir gucken die ganze Zeit, was ist mir wichtig, wofür brenne ich, worin bin ich gut. Und wir haben nie den Blick nach außen so richtig gemacht. Jetzt kommen wir an einen Punkt, wo sich das umkehrt. An dem Punkt, wo du etwas haben möchtest, jetzt möchtest du diesen Job haben, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es da dann darum geht, sich zu fragen, was kann ich geben? Was kann ich meinem Gegenüber geben, damit er mich gerne nehmen möchte? Im Grunde ist nämlich ein Anstellungsverhältnis bekommen oder Geld verdienen ganz simpel. Es ist immer ein Austausch von Wert, der hier stattfindet. Du bekommst diese Stelle und du bekommst dein Gehalt im Austausch für einen Mehrwert, den du dem Unternehmen gibst oder den Kunden des Unternehmens. Und deswegen ist es so wichtig, an diesem Punkt sich jetzt in die Schuhe deines Gegenübers hineinzuversetzen und dich zu fragen, was ist es denn, was die sich sehnlichst wünschen? Also wenn dort offene Stellen zum Beispiel ausgeschrieben sind oder es egal, ob eine Initiativbewerbung oder eine offene Stelle ausgeschrieben ist, die Frage ist doch immer, wo drückt bei denen der Schuh? Und was wünschen die sich sehnlichst? Was sind die Sehnsüchte und Bedürfnisse dieses Unternehmens oder des Entscheiders, der am Ende die Entscheidung trifft, ob ich dort anfangen kann oder nicht. Wir dürfen in dieser Phase einfach mal anfangen, ein bisschen empathischer zu sein und uns zu fragen, wer ist denn mein Gegenüber und was wünscht denn der sich wirklich? Und in dem Beispiel von meiner Freundin habe ich dann so gesagt, na guck mal, also sie arbeitet am Theater und bewirbt sich jetzt für eine neue Stelle am Theater. Und da habe ich so gesagt, dieser Intendant, der jetzt da entscheidet, ob du dort eine Stelle bekommst oder nicht, was wünscht er sich denn? Wenn wir ihn, vielleicht haben wir schon ein bisschen unsere Hausaufgaben gemacht und wissen schon ein paar Sachen mehr, das ist immer von Vorteil. Aber grundsätzlich habe ich gemeint, kann man ja erstmal annehmen, dass der Typ doch bestimmt sich einen motivierten, engagierten, selbstständigen Mitarbeiter wünscht, der nicht nur mal eben schnell hinkommt und ihn dann wieder hängen lässt, sondern der sich vielleicht was Langfristiges vorstellen kann. Wir gucken jetzt auch gerade nach einer Möglichkeit, wo wir halt ein bisschen längerfristig unseren Lebensmittelpunkt finden können. Und das ist genau im Einklang mit dem, was sich so ein Theater oder egal was für ein anderes Unternehmen wünschen würde. Jedes Unternehmen wünscht sich doch im Idealfall, dass man den Traumpartner findet. Jemand, der motiviert ist und Bock hat, gemeinsam was Tolles auf die Beine zu stellen, das Publikum oder die Kunden zu begeistern und hofft, dass man menschlich gut zusammenpasst und dass man
selbstständig und proaktiv die Probleme anpackt und Lösungen findet. Und das sind jetzt erstmal nur Annahmen, aber wenn man das jetzt mal abgleicht mit dem, was man sich selber wünscht, hat man eine so super individuelle Grundlage für so einen Bewerbungsanschreibentext, in dem du genau das formulierst, was du vermutest, was er sich dort wünscht, was gleichzeitig im Einklang ist mit deinen Wertvorstellungen und Vorstellungen, was du dort von dem Arbeitsplatz bekommst. Und dann sind wir nämlich an einem sehr, sehr tollen Punkt angelangt. Du sprichst aus vollem Herzen dem anderen aus der Seele und sagst genau das, was er sich sehnlichst wünscht und das auf eine unverkopfte, unversteifte, unverkrampfte Art und Weise. Und es kostet nicht viel Mühe, sondern eher ein bisschen Einfühlungsvermögen. Was ich dir empfehlen kann, ist, wenn du deine Chancen nochmal erhöhen möchtest, ist, dass du dich nicht alleine auf Annahmen ausruhst, sondern wirklich mal ins Gespräch mit deinen potenziellen neuen Arbeitgebern und Kunden kommst und die extra Mühe nicht scheust, weil am Ende schickst du dann vielleicht 100 Bewerbungen an Unternehmen raus und keiner sagt ja, dann ist es doch viel leichter, lieber für 2 Unternehmen sich mal wirklich mit den Leuten, die dort eine Entscheidung treffen, in Kontakt zu setzen und noch ein bisschen mehr rauszufinden. Sag mal, was wünscht ihr in euch? Welche Probleme habt ihr tagtäglich? Welche Sorgen und Nöte habt ihr? Weil wenn du dann diese Sorgen und Nöte in deinen Bewerbungsanschreiben oder Bewerbungsgespräch ansprichst und nicht nur ansprichst, sondern vielleicht sogar schon Lösungen parat hast für diese Herausforderung. Ich sag dir, die Leute werden dir dankbar sein. Das Ding ist, wenn ein Unternehmen geeignete, qualifizierte, menschlich dazu passende Leute sucht, müsst ihr wissen, das ist ein anstrengender, schwieriger Prozess. Das ist nicht was jedem Unternehmen einfach mal leicht fällt. Du denkst nur aus deiner Perspektive gerade, dass es für dich ätzend ist. Aber für ein Unternehmen ist es extrem herausfordernd, qualifizierte, talentierte, motivierte Leute zu finden. Sei Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Also helf ihnen zu sehen, dass du genau dieser Mensch bist, den sie sich so sehr wünschen. Und das ist deine Aufgabe, rausfinden, wo drückt bei denen der Schuh, was wünschen sie sich sehnlichst und ihnen dann aus der Seele sprechen. So, ich hoffe, das hat dir geholfen und du bist jetzt in der Lage, leichter und schneller ein viel besseres Anschreiben für deine Bewerbung zu formulieren. Eine Sache möchte ich dir noch mitgeben, was mir immer wieder auffällt, ist, wir können uns noch so sehr in die Schuhe unseres Gegenübers reinversetzen. Wenn wir nicht wissen, was uns persönlich super wichtig ist und welche Kriterien wirklich entscheidend sind, dass ein Job für uns erfüllend ist, dann wird auch so ein Anschreiben da seine Probleme haben, weil dann sprichst du nicht vom Herzen. Das muss schon diese Überschneidungsmenge geben zwischen dem, was dir wirklich wichtig ist und dem, was du siehst, was andere brauchen. Und wenn du dabei dir Unterstützung wünschst, dann kann ich dir einen kostenlosen Videokurs ans Herz legen. Den findest du hier. Das ist der Berufungskompass und der hilft dir auf schnellstem Weg, Klarheit zu finden, was sind denn die wichtigsten Kriterien für mich, dass ein Job wirklich geil ist. Und damit könntest du dein Bewerbungsanschreiben nochmal um einiges klarer und besser ausformulieren. Also check es aus und ansonsten wünsche ich dir noch einen hammergeilen Tag. Bis dann. Ciao.